So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Grüß euch. Wir testen Tagis, alles an einem Tag, alles hintereinander. Für euch aber immer als extra Video. Beim letzten Mal hatten wir die Tagis Nitro. Die haben so extrem nach Limette geschmeckt. Die sollten Habanero Lime sein, haben aber irgendwie den gleichen Geschmack gehabt, genau die gleiche Präsenz wie die Tagis Fuego, die wir davor schon hatten auch. Ich erkenne keinen Unterschied zwischen den beiden Sorten. Wenn ihr den erkennt, schreibt es rein. Fuego, Nitro, wo ist der Unterschied? Wir gehen aber weiter, haben heute Tagis extra hot. Und hier steht jetzt nicht extrem am Thermometer. Das Thermometer ist hier komplett weg. Ihr habt hier wieder eine Fußbodenzeile, wo dann einfach Experto steht von der Schärfe her. Das sind extra hot. Ich sehe hier auch keine Limettenstücke drauf auf der Verpackung. Ich hoffe also, die sind jetzt gut scharf, aber ohne Limette, ohne Limettengeschmack. So, ich fülle die kurz ein. Ja, in erst die Schüssel. Erst musst du sie einfüllen. Du kannst ja keinen Thumbnail machen ohne Dinger. Und dann vor dem Essen neutralisieren. Aber mich erinnert es gerade an was. Das sag mal euch aber gleich. Jetzt das Thumbnail. Hannes am Lachen. Hannes hat gut. Gute Laune. Guckt euch mal kurz das an. Seht ihr was? Wenn ihr seht, schreibt es mal rein. Wir müssen kurz neutralisieren vor dem Test mit unserem beliebten Leitungswasser. Wir haben eine Sorte gehabt, das war die beste Sorte, die wir bisher hatten. Das waren Tagis Dragon Sweet Chili. Die hatten so eine schöne orange, hellorange Farbe gehabt. Die waren so angenehm vom Geschmack her, haben trotzdem Schärfe gehabt. Die würde ich sogar für so einen komischen Preis nochmal kaufen. Alles andere war mir zu besonders oder einfach zu limettenartig. Die haben auch so einen orangen Geschmack. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Die sind vielleicht ein bisschen dunkler. Bisschen dunkler, trotzdem orange, sehen gar nicht so krank aus, so extrem überladen mit irgendwelchen künstlichen färbenden Pulver. Vielleicht sind die sogar gesund. Stellt euch das mal vor, die sind einfach aus Möhrenpüree angefertigt. Probieren wir mal die extra hot im Experto-Level. Erstmal merke ich gar nichts, was erstmal angenehm ist. Dann merke ich im Abgang trotzdem wieder irgendwas Limettenartiges, Zitrusartiges, was aber nicht beim Essen komplett da ist, sondern im Abgang so ein bisschen kommt. So leicht. Ich merke jetzt leider keine Schärfe, die sich aufbaut. Ich glaube, die Nitro waren so scharf, dass du die extra hot gar nicht mehr so krass merkst. Aber sind auf jeden Fall viel angenehmer als Fuego, viel angenehmer als Nitro, vom Limettengeschmack her. Ja, wenn du mehr isst, dann baut sich halt die Schärfe trotzdem wieder auf, dann merkst du die auch. Ja, leicht, ja. Aber ich würde sagen, die kannst du glatt mit den Dragon Sweet Chili eigentlich vergleichen. Ich muss sagen, die Dragon Sweet Chili waren für mich trotzdem noch die besten. Die würde ich bis jetzt auf Platz 2 vielleicht setzen, denn je mehr ich esse, desto mehr ist auch trotzdem dieser Lime-Limettengeschmack wieder da, der einen einfach verfolgt. Du kriegst den nicht mehr los. Der schiebt sich durch jede Tagis. Wahrscheinlich sind einfach alle Tagis-Sorten mit Limette. Und wenn du so die Limette absolut nicht magst, außer bei Samyang Habanero Lime, dann ist das halt nichts für dich. So. Nimm dir noch ein. Krallen wir noch eine. Das ist Gruppenzwang, Hannes. So. Immer rein, Amok. Ja, also extra hot habe ich jetzt nichts bemerkt. Ich habe gedacht, das brennt jetzt nochmal richtig, das zündet jetzt nochmal richtig. Ansonsten würde ich sagen, dass Fuego und Nitro wohl bis jetzt eher die schärfsten Sorten waren, die ein bisschen milder wirken. Erstmal und beim nächsten Mal haben wir die allseits beliebten, gehyptesten Tagis der ganzen Welt, nämlich die Tagis Blue Heat. Hm. Da muss ich aber sagen, die haben wir leider schon mal probiert, weil Hannes schon mal so eine Tüte dabei hatte. Jetzt probieren wir sie für euch nochmal. Ich muss mich nämlich jetzt mal dran erinnern, im Vergleich zu allen anderen, wie schlecht die waren oder wie gut die waren. Das aber beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, wir sehen uns wieder bei den Blue Tagis.
Und das ist der Pfürzeuch. Pfürzeuch. Pfürzeuch, Feuerzeug, genau, Pfürzeuch. Genau.